Ihr seid wie ich daheim sehr gut. Entschuldigt bitte, wie ich aussehe, aber mit einem Friseurtermin wird es dieses Jahr wohl nichts mehr werden. Und das ist auch gut so. Liebe Politiker, wir müssen aufhören mit Lockdown-Light. Jetzt wird's Zeit, wir brauchen dringende Kursänderung. Zurzeit haben wir fast 30.000 Neuinfektionen jeden Tag und 600 Tote. So kann es doch nicht mehr weitergehen. Ich komme mir gerade vor wie auf der Titanic kurz vorm Untergang. Der Lotse ruft, Eisberg voraus, wir müssen dringende Kurs ändern. Und der Kapitän ruft dann zurück, jo, machen wir. Gleich nach Weihnachten. Über 21.000 Tote hat die Pandemie in Deutschland bereits gefordert. 21.000. Das ist eine Stadt wie Hockenheim, Schwetzingen oder Mosbach. Und die will ich alle nicht missen. Über 500 Leute sterben jeden Tag an Covid-19. Das wäre so, als wenn jeden Tag ein Jumbo-Jet abstürzen tät. Und dann gibt's immer noch Leute, die fühlen sich in ihre Grundrechte eingeschränkt, wenn sie eine Maske auf ihr Schnut machen müssen. Ich sag euch was, lieber eine Maske auf der Gosch als ein Zettel am großen Zeh. Zwischen 8. und 5. daheim bleiben. Nur noch rausgehen, wenn es nicht anders da geht. Richtig so. Meine Rechte sind dadurch nicht beschränkt oder gar bedroht. Bedroht fühle ich mich nur durch Recht Beschränkte. Man kann sich ja an Weihnachten mit 10 Leuten ohne Probleme treffen. Obwohl, wir kennten schon 10 Leute ohne Probleme. Und dass man bald alle keine Probleme mehr habe mit der Pandemie, heißt jetzt alle daheim bleiben. Kontakte reduziere. Und die, wo unbedingt eine Woi-Wanderung machen wolle. Eine Woi-Wanderung macht man nicht im Stehe. Gell? Weil es uns alle betrifft. Zeig's uns. Mit Maske. Allahopp. Bleibt mal gesund. Euer Pergio.